Also, liebe Zuschauer, es ist wirklich ein Träumchen, bei diesem Spiel mit dabei zu sein. Ich habe große Erwartungen an diese Partie. Denn beide Mannschaften, die haben auf der Pressekonferenz jeweils gesagt, dass sie auf Sieg spielen wollen. Der Rasen ist in einem idealen Zustand. Das Stadion ist ausverkauft. Und mit den sehr angenehmen Temperaturen und dem wolkenlosen Himmel haben wir hier optimale Voraussetzungen für eine tolle Partie. Das San Siro, Milans Fußballtempel, ist wieder einmal von oben bis unten in die Farben der Rossoneri gehüllt. Wie Sie sehen, ist die Partie bereits angepfiffen worden. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man einen Konter nicht zu Ende spielen darf. Du darfst so mit deinen Chancen nicht umgehen, schon gar nicht in Überzahl. Gut, jetzt müssen sie den Raum nutzen. Und ein Schuss. Einfach mal rausgehauen. Und nun Aubameyang. Und ab die wilde Fahrt. Und er bezieht clever seinen Keeper ins Spiel mit ein. Sie hätten das hier sauber zu Ende spielen müssen. Da muss einfach mehr bei rumkommen. Lookman. Philipp Coutinho hat gut aufgepasst. Gut gesehen, guter Laufweg. Das ist die Chance zum schnellen Konter. Mauro Icardi für den AC Mailand. Der AC Mailand und die Führung. Aubameyang hat sich angeboten zum Doppelpass, hat den Doppelpass gespielt. Und sie werden für diese Meisterleistung belohnt mit einem Tor. KRC Genk wird hier schon in der Anfangsphase eiskalt erwischt. Lookman. Meunier. Das ist Philipp Coutinho. Das Team versucht, mit Kombinationen da durchzukommen. Da war er voll auf der Höhe. Gutes Auge, guter Pass. Ein schwacher Pass. Der Einsatz passt auf rechts. Mal sehen, wie es weitergeht. Er flankt zurück. Einfach mal rausgedonnert. So jagt man heute den Ball. Unglaublich viele Freiheiten da auf der Außenbahn. Und der Mann an der Linie hebt die Fahne. Da ist der lange Pass, aber der wird nicht ankommen. Klasse durchgesteckt. Ja, da hat der Abwehrspieler richtig gut aufgepasst. Fußball ist ja eben auch Kontaktsport. Jetzt heißt es Augen auf für den Mitspieler. Im Ansatz war der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus. Draxler. Bolli. Sosa. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Sie hatten die Überzahl. Solche Chancen kriegst du nicht oft. Du musst einfach mehr draus machen. Er nutzt die komplette Breite des Spielfelds. Der kommt tatsächlich durch. Und der Schuss. Meunier wischt durch. Schon läuft der Gegenangriff. Ganz klar, Einwurf. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Jetzt den präzisen Pass spielen.
Lookman. Sehr aufmerksam. Ivan Perisic mit der Torchance. Fast wäre er allein durchgekommen. Und sowas sieht natürlich immer gut aus. Ein schwacher Pass. Jetzt ist Übersicht gefragt. Mauro Icardi. Und der Pass. Mauro Icardi. Richtig stark gehalten. Mauro Icardi. Hat da wahrscheinlich gedacht, der Keeper wäre schon geschlagen. Aber denkste. Mit dem Kopf. Klasse Tat vom Torhüter. Klasse, ganz stark. Der Dank geht an den Torhüter. Nein, der kann den Mitspielern nicht erreichen. Da gibt es gleich... Aubameyang! Tor! Und jetzt ziehen sie davon. Und tschüss. Das ist ihre... Das war's. Halbzeit. Die erste Hälfte ist vorbei. Wie ist deine Sicht auf diese Dinge? Sie führen mit 2:0 und ich bin gespannt, wie sie jetzt vorgehen werden. Schnell klare Verhältnisse schaffen oder langsam und sicher diese 2 Tore über die Zeit bringen. Nach Durchgang Nummer 1, also 2:0. Jetzt also laufen die zweiten 45 Minuten. Wie wir hören, hat es keine Auswechslungen in der Pause bei beiden Mannschaften gegeben. Lo Celso. Und jetzt kann er den Konter einleiten. Mauro Icardi. Meunier. Richtig guter Ball, das könnte klappen. Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren. Dass sie das ganz anders hätten lösen können. Er treibt den Ball durch. Hatte nicht lange gedauert, bis sie den Ball zurückerobern. Den knallt er einfach mal weg. Gusto. Einwurf ist die richtige Entscheidung. Die lassen überhaupt keine Räume zu. Perisic will hier scheinbar unter Beweis stellen, dass er mehr kann als nur Tore schießen. Das ist seine Mentalität. Er ist ein Stürmer, aber er ist sich nicht zu schade, auch die weiten Wege zu gehen und seine Defensive zu unterstützen. Für alle, die jetzt erst dazugekommen sind, der Spielstand lautet 2:0. Renier. La fluenza di quest'oggi è di 80.314 spettatori. Ein schwacher Pass. Und der Konter läuft. Lookman. Nein, der kann den Mitspielern nicht erreichen. Sie hatten die Überzahl. Solche Chancen kriegst du nicht oft. Du musst einfach mehr draus machen. Mit viel Gefühl. Nicht im Abseits. Sosa. Das ist Philippe Coutinho. Sosa bringt sich da hervorragend in Position. Da geht er überhaupt kein Risiko ein. Über die Passqualität müssen wir sprechen. Überhaupt keine Frage. So geht's nicht. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man einen Konter nicht zu Ende spielen darf. Du darfst so mit deinen Chancen nicht umgehen, schon gar nicht in Überzahl. Das war ein ganz klares Foulspiel im Strafraum und das bedeutet Elfmeter. Das ist sicher das Letzte, was sie gebraucht haben.
Jeder hat sein eigenes Ritual, sowohl der Schütze als auch der Torhüter. Und der macht ihn und damit verkürzen sie in diesem Spiel. Der lässt da gar keine Zweifel aufkommen. Du brauchst eine Menge Selbstvertrauen. Du musst cool bis aufs Blut sein. Dann und nur dann schießt du einen Elfmeter auf diese dreiste Art und Weise. Sostituzione per il Milan. Numero 10, Felipe Coutinho. Es ist Zeit für neue Energie. Numero 7. Sie sind wieder dran. Du hast sie eben erst besiegt, wenn sie unter der Dusche sind. Jetzt bin ich gespannt, was noch geht. Da ist die Chance. Ein flacher Ball. Da haut er ihn einfach weg. Tja, was nun seit dem Tor, habe ich das Gefühl, ist der Wurm etwas drin. Er zieht auf! Einfach weg mit dem Ding. 75 Minuten sind vorbei. Er findet Lookman. Und die Schusschance. Den er hält drauf! Und drin ist er! Noch vor wenigen Augenblicken schien ihr Schicksal besiegelt. Und jetzt ist die Hoffnung wieder da. Ein wirklich brillantes Tor. Das wird hier so langsam eine ernsthafte Bewerbung um den Titel-Comeback der Saison. Das erlebt man immer wieder im Fußball. Bei der einen Mannschaft geht alles und die andere stellt sich selbst und alles in Frage und steht neben sich. Und das muss man ausnutzen. Die Flanke, er schraubt sich hoch. Da wird er sich über sich selbst ärgern. Aubameyang. Macht er den? Draxler. Da müssen sie erstmal alle richtig tief durchatmen. Also mir scheint das nicht die richtige Taktik für die Schlussphase zu sein. Da ist irgendwie kein Punch dahinter. Den hat er. Gut abgelaufen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Immer noch unentschieden. Ich bin gespannt, wie beide Mannschaften mit diesem Stand der Dinge in den letzten Minuten umgehen. Gut freigelaufen. Jetzt muss ihn der Teamkollege nur noch sehen. Absolute Konzentration. Hier darf für sie nichts mehr passieren. Die Chance zum Abschluss. Der war wichtig. Und geklärt. Ja, ein Superball. Sie stehen jetzt mächtig unter Druck. Kommunikation ist das A und O. Jeder muss seinen Mann im Blick haben. Ah, das ist die kurze Variante. KRC Genk kriegt noch eine Ecke. Jetzt müssen sie alle noch mal richtig konzentriert sein. Kurze Ecke. Das war der Schlusspfiff und somit ist die Partie beendet. Ein Unentschieden also heute. Kein Team war letztlich in der Lage, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Unglaublich, aber wahr. Keines der beiden Teams hat heute hier eine Karte gesehen. Das sieht man nicht alle Tage. Wie siehst du die Partie, Hansi? Zwei Mannschaften, kein Sieger, keiner so richtig unzufrieden, aber glücklich sind sie auch nicht.
Die Übertragung an diesem Abend ist beendet. Vielen Dank dafür und auch danke an Hansi, dass du uns begleitet hast. Danke, dass ich hier sein durfte.